sollte das Ziel jetzt anzeigen. Lieutenant Keller, finde Chase Lynn und beweise deine Unschuld. Warum wir jetzt plötzlich im BMW sitzen, weiß ich nicht. Aber gut, jetzt kommt's zum finalen Showdown mit Chase Lynn. Jetzt wird abgerechnet, Kollegin. Das ist Verrat, was sie gemacht hat. Aber wir werden uns rächen. Goozer Road, 7.57 Uhr. Jeder bekommt, was er verdient. Chase Lynn. Ja. Wir haben beide dieselben Wagen. Aber sie hat den Wagen, wo das drin ist, was Zhao Wu und sie so sehr begehren. Schalte Chase aus. Alter. Ich glaube, ich schalte mich hier gerade lieber selber aus. Das war sehr glorreich. Mrs. Lynn, Sie haben eindeutig einen Fehler gemacht. Und wie ich dir das in die Schuhe schieben werde, weil du bist die Einzige, die für diesen Mord an Zhao Wu und all den anderen und all den Verbrechen, die du begangen hast, verantwortlich ist. Damit kommst du nicht durch. Ja, sie fährt verdammt nochmal gut. Wollt ihr mich verarschen? Chase entkommt. Ja, geil. Und Cops sind hier überall. Du verlierst sie. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, leck mich. Boah. Jetzt habe ich sie wieder. Das war knapp. Na geil. Cops und Chase Lynn ausschalten. Ich weiß nicht, was Lieutenant Keller da macht, aber er muss mir die Cops vom Hals halten. Na warte, Lynn. Damit wirst du sowas von nicht durchkommen. Der Tod kommt von oben. Bams. Fliegengelchen. Runter kommen sie alle, Chase Lynn. Ah. Sehr gut, Lieutenant Keller. Das Fahrzeug ist weg, Leute. So, Chase Lynn. Die Männer von Lieutenant Keller werden mir keine Probleme mehr machen. Es ist vorbei, Lynn. Schalte Chase aus. Genau das habe ich vor. Bams. Na los, versuch doch zu fliehen. Die Cops tappen immer noch im Dunkeln, aber die Befehle, uns nicht mehr zu verfolgen, kommen anscheinend von ganz oben. Haltet die Fresse, Cops. Dieser Moment gehört nur Chase, Lynn und mir. Schalte Chase aus. Bums! Alter! Wir riskieren hier unseren Kopf wirklich dafür, habe ich das Gefühl. Boah, und unsere beiden Wagen sehen gleichermaßen ramponiert aus. Aber habt ihr ihren Flug gesehen, Leute? So muss das sein. Und die hat verdammt viel Leben einfach. Und, Mann, die SUVs könnte sie ruhig mehr rammen. Die hat, glaube ich, ein bisschen mehr Durchschlagskraft als ich. Boah, die ist wendig wie kein anderer. Die fährt wie kein anderer in diesem Spiel. Mein Gott. So. Mrs. Lynn. Alles Gute kommt von oben. Bams, das war's für dich. Hahaha. Du hast Chase ausgeschaltet und den fehlenden Beweis gefunden. Da haben wir noch kurz ihren Schrei gehört, aber das war's dann auch. Adios, Chase Lynn. Du wirst erstmal für eine ganze Weile von der Bildfläche verschwinden. So, Ruf gibt das, kein Dollar zwar, aber wir haben es geschafft, Leute. Das war's für dich, Chase Lynn. Gegen uns kommst du mit so einer Scheiße nicht durch. Hahaha. Du Miststück. Ja, das habe ich gefunden. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Mal sehen. Deine Freundin Carmen hat mir alles anvertraut, was sie wusste. Zacks Fehler, Hectors Rolle. Keine Sorge, du bist da raus. Aha. Das ist es, was Zhao Wu außer Lande schmuggeln wollte und für das Chase Lynn über Leichen gegangen wäre. Gute Arbeit. Danke. Das übertrifft meine Erwartungen bei weitem. Ich weiß, Undercover liebt sich's gefährlich. Man vergisst viel zu leicht, wer man ist und warum man das tut. Tja,
Lieutenant Keller. Aber wir haben es durchgezogen. Hey, Süßer. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Also, ich mach dir einen Vorschlag. Warum nimmst du mich nicht mit und bringst mich zur Universität? Oh, habe ich dir überhaupt erzählt, dass ich Medizin studiere? Mein Dad sagte immer, ich wäre eine bessere Ärztin als Mechanikerin. Na komm schon. Was denkst du, hä? Ja, ich würde mal sagen, Ende gut, alles gut. So, Blackbox in Electronic Arts Studio, Presence, Programming. Ja, also wirklich. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Mistück Chase Lynn ausgeschaltet, haben hier gerade noch das schöne Happy End gehört und haben den vierten Teil der Need for Speed Serie gemeinsam durchgezockt. Mein viertes Let's Play nach Undercover 2. Need for Speed Underground 2, dann kam Need for Speed Most Wanted, dann Need for Speed Carbon. Jetzt haben wir auch den nächsten Teil durch, Need for Speed Undercover. Ja, mir hat's eine richtig große Menge Spaß gemacht, muss ich sagen. Das Ende kam dann noch etwas schnell. Ja, am Ende waren irgendwie so einige Bugs, wo ich sagen muss, ja, war ein bisschen schade, aber insgesamt hat's mir richtig, richtig fett Spaß gemacht. Kann man sagen, was man will, dieses Spiel ist grafisch vielleicht nicht der Hammer, muss man sagen, also hinkt ein bisschen hinter den vorherigen Teilen hinterher, also da war Carbon oder Most Wanted sogar doch eine ganze Ecke besser, auch die Spielphysik hat an einigen Stellen wirklich gehakt, aber von der Story her muss ich sagen, ist es meiner Meinung nach eins der wirklich stärksten NFS, bisschen wie The Transporter, der Film, wer den kennt. Und am Ende nochmal richtig geil die Story angezogen. Muss man wirklich sagen. Also viele sagen ja, ah, das ist so schlecht, das Spiel, das gehört gar nicht richtig in die Need for Speed Serie ein. Da kann ich mir nicht anschließen. Mir hat es auf jeden Fall auch mit einer schlechteren Grafik und ja, meinetwegen ein bisschen schwächerer Spielphysik richtig viel Spaß gemacht. Es war viel Neues dabei, zum Beispiel diese Ausschaltmission. Und auf jeden Fall muss ich sagen, mir hat's richtig Spaß gemacht. Hier sehen wir nochmal die ganzen Leute, die hier mitgewirkt haben. Waren auch eine ganze Menge. Steckt auf jeden Fall viel Mühe in diesem Spiel. Vielleicht ein bisschen kurz, im Gegensatz zu vielleicht Most Wanted oder Underground 2. Aber auf jeden Fall ein geiles Spiel, das sich wirklich lohnt zu zocken. Wenn ihr es nicht habt, holt es euch auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Die Wagen, richtig geil. Bugatti Veyron, sag ich nur. Den wir jetzt leider nicht mehr so viel einsetzen konnten, weil das Spiel dann doch recht schnell zum Ende gekommen ist. Am Ende war es dann alles auf einmal. Die Story hatte sich auch irgendwie ein bisschen verfranst da mit dieser letzten Ausschaltmission, wo Chase Lynn uns noch anfunkte, obwohl sie eigentlich schon in der Klemme saß beim guten Chao Wu, den sie dann kaltblütig ermordet hat. Na gut. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, was man will. Hier kommen schon die Special Thanks. Ein richtig geiles Spiel. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play irgendwas. Mal sehen, ob ich einen Need for Speed Teil nächstes weitermache. Ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich werde mal gucken, wie es weiterläuft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Daumen hoch, Abo. Ihr kennt das Spiel. Und schreibt mir, wie ihr das Let's Play fandet, was ich verbessern könnte. Kritik, alles gerne gesehen. Hier laufen nochmal die Tracks durch, die auch geil waren bei diesem Spiel. Vielleicht nicht ganz an die der vorherigen Games rangekommen sind von der Musik her. Aber gut, das liegt dann immer im Auge des Betrachters, wie ich finde. Ja, mir hat's auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Vielleicht mal wieder zu einem Special zu Undercover kommen. Hier kann man auf jeden Fall noch viel rausquetschen. Richtig geile Autos. Und am Ende haben wir es dann doch mit Bravour abgeschlossen, würde ich sagen. Gut, in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Vielleicht bei Need for Speed, vielleicht irgendwo anders. Hier sehen wir nochmal Maggie Q, Christina Mellon, ist auch eine Sängerin, glaube ich. Joshua Alba, Zack Mayo, Voice Acting, alles mögliche. Die Schauspieler, Jake Young hat Chao Wu gespielt und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Hier kommen auch die ganzen Lizenzen für die Autos durch. Ich laber mich hier zu Tode, aber ich finde, auch wenn es manchmal nicht so interessant ist, die Credits von so einem Spiel muss man immer zeigen, weil da steckt wirklich so viel Arbeit drin und da haben es die Leute auch einfach mal verdient. Hier, Telekom AG mit den Nachrichten immer, verdient gezeigt zu werden, Blackbox, alles mögliche. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Anfang. Das heißt, ich gehe zurück und verabschiede mich von euch. Hat mir auf jeden Fall richtig fett Spaß gemacht, dieses Spiel gemeinsam mit euch zu zocken.
Und ja, die Events könnten wir noch machen. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Worauf ich gerade richtig Bock habe? Das mache ich einfach nochmal mit euch. Zum Abschluss dieses Let's Plays fahre ich jetzt noch einen Sprint mit dem Bugatti Veyron, weil ich jetzt einfach Lust drauf habe. Also eigentlich sollte ich das Let's Play jetzt abschließen, aber ich fahre jetzt einfach noch einen Sprint mit dem Bugatti Veyron. Komm schon. Ein letztes Mal, damit ihr dieses Let's Play auch zu einem guten Abschluss bringt. Warum ist das immer so verbuggt? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch angegeben, dass ich den jetzt fahren will, den Bugatti. Wagen. Komm schon. Ein letzter Sprint für mich, liebes Spiel. Bugatti Veyron. Zack. Perfekt. Den möchte ich aber auch fahren, ne? Komm schon. Ja, na bitte. Gut. Also, letztes Rennen. Genießt es nochmal. Ich werde es auch nochmal genießen. Wahrscheinlich werden wir voll versagen, wie bei den meisten Sprints. Aber no risk, no fun. Komm, East 184. Letztes Rennen in diesem Let's Play. Genießt es nochmal. Ich werde mich wahrscheinlich nochmal so richtig schön aufregen, symbolisch fürs Let's Play. Weil ich ja bei den Sprints eigentlich immer so versagt habe. Ja, unser Undercover-Job ist vorbei, aber trotzdem können wir nochmal die örtliche Polizei ein bisschen beschäftigen, würde ich sagen. So, ja, nur Stufe 1 Auto, so gehört sich das. Auch ein anderer Bugatti Veyron ist dabei. Nissan Skyline sehe ich da neben mir. Das sieht eigentlich ganz geil aus, muss ich sagen. Also, genießt es nochmal. Wir werden hier das letzte Rennen fahren, obwohl wir mit der Story eigentlich durch sind. Aber, ich meine, um dieses Spiel Gebühren zu verabschieden, muss man das hier einfach nochmal zocken. Schön auf der Autobahn, das gefällt mir natürlich auch. Auf geht's, Freunde, ins letzte Rennen. So, der Bugatti Veyron räumt da vorne schon ordentlich ab. Kann mir aber Wayne sein, weil ich hier meine Kreise ziehe. Meine Kreise ziehe, hallo? Boah, das kann übel werden, wenn es hier die ganze Zeit nur über die Autobahn geht. Aber das glaube ich nicht, mal sehen. Hier nochmal unsere Kontrahenten, alle im Speed-Modus hinter uns her. Aber uns werden sie nicht kriegen. Wir sind einfach zu overpowered, yeah. Komm schon, das wäre auch nochmal nice, wenn wir das letzte Rennen gewinnen würden. Ach, genießt nochmal die Musik, genießt nochmal die Atmosphäre, die dieses Spiel verbreitet. Es wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich mich für eine längere Zeit hier ransetze. Aber ich muss sagen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, symbolisch für das Let's Play hier nochmal ein schöner Abschlussstand. Mann. Gut, nichts, was wir nicht mehr aufholen könnten. Aber das war doch auch mal nochmal schön. Für das ganze Let's Play, da sind uns ja oft solche Fauxpas passiert. Das ist auch nochmal schön. Wir sind Dritter, aber da vorne ist der Erste. Und das werden wir noch locker umbiegen. Porsche Carrera GT Pagani Zonda, den hätte ich auch nochmal gern gefahren, aber kann man da nichts machen. Und Nitro geben bringt, glaube ich, hier gar nichts mehr, oder? Habe ich so das Gefühl. Boah, ein Kopf-an-Kopf-Duell mit dem Pagani Zonda. Wow. Verpiss dich, Digga. 50% ist abgeschossen. Alter, was ein Highway-Sprint, aber wie geil das hier eigentlich gerade ist. Mit 404 Stundenkilometer würde ich auch gerne mal über eine Autobahn heizen, aber in Deutschland würde das dann doch etwas Ärger geben. Auch bei unbegrenzter Geschwindigkeit glaube ich, dass das schwer zu realisieren wäre. Und vor allen Dingen hätte man so einen Adrenalinschub, dass man, glaube ich, richtig Schiss bekommen würde. Stellt euch mal vor, mit 404 Stundenkilometer. Alter, Leute, stellt euch das besser nicht vor. So, hier nochmal den King der Straße kurz ins Bild führen. Oh, es geht runter von der Autobahn. Dass ich das noch erlebe. Nun gut. Vielleicht auch nochmal ein bisschen was von der Stadt zeigen, damit wir alles so ein bisschen drin haben. Vielleicht war das auch nochmal so die Intuition der Entwickler. Ist ja eins der letzten Rennen hier, das wir auch freigeschaltet haben. Nun gut. Ach Leute, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Auch nochmal danke an euch alle natürlich fürs Zuschauen. Habe ich, glaube ich, voll vergessen bei den Credits. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Eure Kommentare, wie ihr immer dabei geblieben seid. Das war richtig nice und ja, nochmal symbolisch für das Let's Play werden wir hier nochmal geraped, habe ich das Gefühl. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl, komm schon. Boah, ich will es schaffen. Ich will es schaffen. I wanna make it. Ja, es waren nochmal die üblichen Fehler drin, die es bei einem Sprint in diesem Spiel gar nicht zu verhindern gibt. Zumindest nicht von Mr. Crazioni. Aber anscheinend werden wir das hier wuppen. Jawohl. Das letzte Rennen auch nochmal gewonnen. Schön gegen den Brückenpfeiler gekracht. Dominiert nochmal. Und ich würde sagen, mit 2 Sekunden Dominanz läuft das auch richtig geil. Wir sehen uns bei einem neuen NFS-Teil. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das mit euch zu zocken. Und bis später, Leute. Haut rein. Danke fürs Dabeisein.
Ach ja, Kollegen, ich werde euch so vermissen. Ciao, ciao und ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.